Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Heute wollen wir mit den neuen Pinseln eine Ananas malen. Ja, schauen wir uns erstmal die Pinsel an. Die kommen in so einem schönen Aufsteller hier. Da habe ich jetzt alle meine Pinsel drin und ich finde das super praktisch. Weil sonst war das immer so, die haben irgendwo rumgelegen und ja, im schlimmsten Fall sind sie noch verknickt oder ich musste sie irgendwo reinstellen, konnte sie nicht mitnehmen. In dieser praktischen Mappe jetzt ist das zum Glück, gehört das der Vergangenheit an. Ich kann die jetzt sogar hochstellen, also ich kann das jetzt hochklappen, dann klappe ich das hier so fest auf dem Streifen. Und dann hält das auch richtig gut und kann dann einfach die Pinsel von dort rausziehen. Ja, da sind eine ganze Reihe verschiedener Pinsel bei, wirklich von kleinen Pinseln, wie du die hier sehen kannst, die auch ganz feine Sachen zulassen, bis hin zu größeren Pinseln. Ja, du siehst erstmal ganz viele kleine und dann sind dann halt auch ziemlich viele größere dabei. Mit abgeschrägten Ecke oben und glatter Ecke, breiter, schmaler. Also das lässt eigentlich die Pinselherzen höher schlagen, oder? Na, diesen Katzenpinsel, den finde ich auch immer ganz gut. Er sieht aus wie so eine Katzenzunge. Da male ich sehr gerne mit. Und was ich auch gut finde, ist, dass hier so eine Hülle drüber ist. Das sorgt nämlich dafür, dass die Spitzen nicht so verknicken, ne? Wie man das sonst auch oft kennt. Wie gesagt, bei mir haben die überall rumgeflogen und dann ist das schnell passiert. Und bei den anderen, wo das eben nicht so sein muss, die sind natürlich einfacher zu benutzen, ja. Aber im Großen und Ganzen ist das schon schön, wenn so eine Hülle da drüber ist und die Pinsel geschützt sind. Diesen Fächerpinsel hier, den finde ich auch richtig klasse.
es kommt immer drauf an, was du malen willst. Aber wenn du darauf jetzt ein bisschen Farbe gibst und das so über das Blatt borstest, so richtig, ne, richtig pinselst, dann gibt das eine richtig schöne Struktur. Ja, das sind erstmal alle Pinsel, die dabei sind. Und wenn ich das nicht mehr brauche, kann ich es einfach wegklappen und dann geht es auch schon weiter. So, jetzt geht's auch los mit unserer Ananas. Ist ja im Moment ein sehr beliebtes Motiv und die wollen wir jetzt malen. Wie es gleich sehen, das ist gar nicht so schwer. Ich brauche dafür meinen Aquarellblock. Dann ein paar Pinsel habe ich mir jetzt ausgesucht, in den Größen 2, 4 und 6. Du kannst natürlich auch jeden anderen nehmen. Dann brauche ich meine Künstler-Aquarellfarbe von Van Gogh. Und das Bleistiftset. Jetzt geht es auch endlich los und wir malen zunächst einmal mit dem Bleistift die Ananas vor. Ich mache dafür so einen ovalen Kreis, mehr oder weniger. Also erstmal so ein bisschen oval an den Seiten und unten flache ich das dann ab. Wenn es dir einfacher fällt, kannst du aber auch einfach erstmal etwas Ovales malen und dann unten das Ganze ja einfach gerade absägen sozusagen. Und wenn es nicht klappt, so wie bei mir jetzt, dann kannst du es natürlich auch immer wegradieren. Dafür malen wir ja mit Bleistift vor. Zunächst einmal zeichne ich noch ein paar, ja, ein bisschen den Strunk der Ananas an, einfach nur, um zu markieren, wo der denn hinkommen soll. Dabei merke ich jetzt auch, dass ich die Ananas wahrscheinlich besser weiter nach unten gesetzt hätte, aber so groß soll sie gar nicht werden, von daher, es wird schon passen. Nur besser ist im Prinzip immer, du fängst weiter unten an und ja, dann hast du eben Luft nach oben. Ne? Jetzt kann man auch noch schön korrigieren. Ich mal einfach hier nochmal die Rundung der Ananas nach, so wie ich das haben möchte und radiere auch ein bisschen von dem weg, was ich nicht haben möchte. Einfach nur, damit das gleich nicht durchscheint, wenn ich die Farbe auftrage. Das musst du gar nicht unbedingt machen, weil irgendwann überlagert die Farbe das natürlich, aber man kann sich das Leben natürlich auch ein bisschen einfacher machen. So, jetzt mische ich mal die Farbe an. Ich habe mich jetzt für ein Zitronengelb, ein etwas wärmeres Gelb und einen Orangeton entschieden. Wenn ich den mit Wasser mische, sieht der auch noch recht gelb aus, wie du das hier siehst. Um das zu testen, nehme ich immer ja so ein Stück Zewa, ne, und dann, sobald ich das angemischt habe mit möglichst viel Wasser, male ich das einmal auf dem Zewa-Stück, um ungefähr zu sehen, ob da genug Farbe drin ist, ob genug Wasser drin ist, damit ich so die Unterschiede habe und auch sehen kann, ob ich ein paar Schattierungen drin habe und nicht hinterher alles gleich aussieht. Ja, da kommt dann noch ein Ockerton dazu. Auch der geht sehr ins Gelbliche, deswegen fand ich den ganz schön. Da füllen sie so ein bisschen golden aus und daher kommt hier noch so, ja, so ein goldener Ton mit rein. Ich fange dann an mit dem hellen Ton, also mit dem hellen Gelb und mal so Rauten und Dreiecke an den Rändern quer über die Ananas. Thank you.
alles habe ich jetzt erstmal nur in einer Farbe gemacht, also nur mit dem hellen Gelb. Jetzt lasse ich das Ganze ein bisschen trocknen und während das trocknet, nehme ich den grünen Ton, um den Strunk der Ananas ja schon mal anzuzeichnen, um ein bisschen Grün da reinzugeben, weil dann kann auch das wieder trocknen, wenn ich mit den dunkleren Farben dann reinmale. So, jetzt wird das Gelb einen Ton dunkler und ich male dann wieder meine Rauten und Dreiecke in die Ananas rein, damit das Ganze sich ein bisschen überlagert, damit das so ein 3D-Effekt gibt, ne, dass es ein bisschen in die Tiefe geht, male ich einfach immer wieder diese Dreiecke darüber und halt auch die Rauten da, wo es passt, damit das Ganze wie eine Ananas aussieht. Wie gesagt, das ist jetzt getrocknet, während ich schon mal so ein klitzebisschen Grün oben reingegeben habe und das wird jetzt in den nächsten Schichten noch viel intensiver. So, jetzt siehst du, dass die Ananas fast gefüllt ist. Die bekommen gleich noch ein bisschen mehr. Aber erstmal machen wir weiter mit dem Strunk. Jetzt male ich schon etwas kräftigeres Grün da rein. Und ja, du siehst schon, das von der ersten Schicht scheint durch. Und dann kommt die zweite Schicht drüber. Und dann nehme ich noch ja, Farbe pur, ne, ganz ohne Wasser. Und zeichne damit weiter. Und das gibt jetzt diesen schönen Effekt, dass zwar dahinter ein bisschen Aquarell ist, aber davor eben noch mehr strengeres, stärkeres Grün zu finden ist. Ja, jetzt sind wir auch schon fast fertig, aber es gibt ja zum Glück noch einen Gelbton, also so einen Goldton, dieses Ocker, und den nehme ich jetzt für die Ränder. Ja, ich hoffe, du hast gesehen, du musst kein großer Künstler sein, um diese Ananas zu malen. So ein paar Tricks braucht man, ja, aber im Großen und Ganzen kriegst du das natürlich auch hin. Und wenn es dir dann soweit gefällt, wenn du alle Schattierungen vorgenommen hast, wenn du vielleicht das eine oder andere nochmal nachgezeichnet hast und vielleicht nochmal ein paar Stellen ja, überpinselt hast, ein bisschen ja, definierter gemalt hast, dann ist deine Ananas auch schon fertig. Ja, ich hoffe, dir hat unser Tutorial gefallen und ich sehe dich im nächsten Malvideo. Bis dahin, tschüss.